Arbeiter. Können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buggy und Mixi, Buddel und Bob, Apple und Wendy machen den Job. Doch auch der Rollo gehört dazu. So wird die Arbeit erledigt im Nu. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Buschel und Feder sind stets vergnügt, was nur an Rumpel und Knolle liegt. Bauarbeiter, können wir das schaffen? Bob, der Meister. Jo, wir schaffen das! Morgen alle zusammen. Hallo. Also für Buggy, Heppo und Rollo habe ich heute eine ganz besondere Aufgabe. Wir werden nämlich unsere alte Turnhalle abreißen. Du meinst, wir machen sie ganz kaputt? Ganz recht, Heppo. Sie ist einfach zu alt und das Dach ist undicht. Und zum Abriss brauchen wir deine Abrissbirne. Oh, okay. So, alles klar, Heppo. Aber sei ganz vorsichtig, so eine Abrissbirne kann sehr gefährlich sein, wenn man nicht aufpasst, was man damit macht. Oh, ich passe ganz bestimmt auf, Wendy. Oh, hallo, Bob. Du siehst ja richtig sportlich aus. Puh, ja, ich mach doch heute Nachmittag diesen Sponsorenlauf, Wendy. Schon vergessen? Was ist ein Sponsorenlauf, Bob? Weißt du, Sponsor nennt man, wenn Leute Geld für einen guten Zweck spenden. Zum Beispiel mache ich heute Nachmittag diesen Lauf. Und die Leute spenden für jeden Kilometer, den ich laufe, Geld für die neue Turnhalle. Oh, ich verstehe. Denke ich jedenfalls. Also dann, Team, auf geht's! Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das! Ich glaube schon, ja. Bis dann! Frau Petermann, wie läuft's denn so? Naja, Wendy, der rote Strich zeigt, wie viel Geld wir schon zusammen haben. Aber es muss noch eine ganze Menge mehr werden. Das heißt, Sie brauchen noch mehr Geld, um die neue Turnhalle zu bezahlen? Ganz recht, Buggy. Ich habe da eine Idee. Vielleicht können wir die Leute dazu bringen, uns dafür zu sponsern, dass wir die alte Halle abreißen. Das könnten wir heute Nachmittag tun, wenn Bob seinen Lauf macht. Dann bleibt uns nicht viel Zeit, um Sponsoren zu finden. Ich glaube, ich weiß, wo wir ein paar Helfer finden können. Hallo! Wendy, wieso bist du denn schon wieder hier? Mixi, Buddel, ich habe was zu tun für euch. Hättet ihr zwei vielleicht Lust, Frau Petermann zu helfen, Sponsoren zu finden? Yeah! Also dann, ihr drei könnt jetzt ein bisschen Abrisstraining machen, während ich nachsehe, wie Bobs Training vorangeht. Hallo, Bob! Hallo, Wendy. Ich wärme mich gerade auf. Ich muss in Form bleiben. Sehr gut, Bob. Okay, Team. Zeit zum Abrisstraining. Oh, hallo Mixi, hallo Buddel, oh und Frau Petermann, was kann ich für Sie tun? Also es ist so, wir sammeln Sponsorengelder für die neue Turnhalle. Ah, verstehe, eine sehr verdienstvolle Aufgabe. Ja, und das Beste ist, das wäre ein weiteres Gebäude, das Sie inspizieren können. Das klingt überzeugend, Buddel, ich sehe mich immer nach Gebäuden um, die ich inspizieren kann. Ihr könnt auf mich zählen. Komm schon, Heppo. Du trainierst am besten mit deiner Abrissbirne. Du benutzt sie ja nicht allzu oft. Ja, ich weiß. Ja, sehr gut, Heppo. Das machst du toll. Spitze, du bist... Ich weiß. Ich glaube, ich weiß wieder, wie es geht. Oh nein, doch nicht. Die Deckung, Rollo, schnell. Mach raus, Heppo. Bob, Wendy, komm schnell. Bleib ganz ruhig. So ist's gut. Oh, tut mir so leid, Wendy. Ich hab's ein bisschen übertrieben. Ach, ist ja schon gut, Heppo. Aber du musst wirklich etwas vorsichtiger sein. Du willst doch nicht, dass deine Abrissbirne wegfliegt und jemand verletzt wird. Vielleicht kann Bob sie noch mal richtig festmachen. Nur damit wir auch ganz sicher sind. Na klar mache ich das, Heppo. So, ich denke, jetzt ist sie fest. Danke, Bob.
Also los dann, ihr drei, machen wir uns auf den Weg. Bob muss seinen Lauf bestreiten und wir müssen ein Gebäude abreißen. Da kommt Bob, seht mal! Hallo alle zusammen! So, und jetzt, ihr drei, fangen wir an. Achtung, fertig? Heppo, du hältst alles auf. Kannst du nicht mal einen Gang zulegen? Okay. Pass auf! Vorsicht! Das darf nicht wahr sein. Ich häng fest. Oh, Heppo, da kriege ich dich nicht wieder los. Ich muss die Abrissbirne abmachen, da hilft nichts. Komm bitte mal, Buggy, du musst sie halten. Okay, Wendy. Gut. Ich werde jetzt versuchen, sie mit dem Schraubenschlüssel loszumachen. Der ist gar nicht hier drin. Den muss Bob wohl in seine Tasche gesteckt haben. Ja, aber wie wollen wir ihn denn jetzt finden? Hört mal, ich weiß jemanden, der Bob finden könnte. Oh, hallo Feder. Ist irgendwas? Da stimmt irgendwas nicht. Hab ich recht? Du willst, dass ich dir folge? Okay, ist gut. Flieg voraus. Guter alter Feder. Ich wusste, er würde ihn finden. Oh, was habt ihr denn für ein Problem? Weißt du, es geht um Heppo, Bob. Er hängt fest. Und wir brauchen den Schraubenschlüssel, um die Abrissbirne abzumachen. Oh, ist er nicht im Werkzeugkasten? Nein, Bob, aber vielleicht ist er in deiner Tasche. Oh ja, stimmt, du hast recht. Augenblick noch, Heppo, wir haben dich gleich frei. Mhm. Okay, Buggy, lass die Abrissbirne runter. Bin schon dabei. Und jetzt, Wendy, denke ich, kriegen wir das Stahlseil wieder los. So, du bist wieder frei, Heppo. Danke, Bob. Danke, Wendy. Gut. Ich muss wieder los. Bis später. Mach's gut. Bob müsste eigentlich längst hier sein, was ihn wohl aufgehalten hat. Ah, da ist er ja. Gut gemacht, Bob. Bob. Wirklich sehr gut. Ich dachte schon, Sie würden es nicht schaffen. Kein Problem, Frau Petermann. Ich musste nur schnell zur Turnhalle rüber und dann den ganzen Weg wieder zurück. Oh, wirklich? Das ist ja fabelhaft. Hä? Wieso? Naja, dann sind Sie doppelt so weit gelaufen, als wir gedacht haben. Das bedeutet, dass Sie doppelt so viel Sponsorengeld erlaufen haben. Wow, ganz toll, Bob. Die Zeit ist gleich abgelaufen. Kommt schon, ihr schafft es, na los. 5, 4, 3, 2, 1. Ihr seid klasse. Oh, ihr habt es geschafft. Jo, wir schaffen alles. Später. Jetzt muss ich nur noch eine Kleinigkeit erledigen. Sehen Sie, mit dem Geld, das wir durch den Abriss und natürlich durch Bobs Lauf zusammenbekommen haben, haben wir unser Ziel erreicht. Sehr gut. Es sieht so aus, als wären wir nächste Woche wieder hier. Wieso denn das, Bob? Heppo, natürlich, um die neue Turnhalle zu bauen. Ja!